Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play The Hunter Primal mit Flo. Hallo. Moin. Und ja, wir haben gute Neuigkeiten und zwar haben ich und Flo es jetzt endlich hingekriegt, dass wir unseren eigenen Server hosten können. Jawohl. Hat ja auch nicht lange gedauert oder so. Ja, nee, das war ja nur ein ganzer Tag Arbeit. Naja, egal. Ja, auf jeden Fall ist der Server online. Ihr könnt auch, wenn er online ist, könnt ihr auch gerne drauf joinen. Obwohl so viele Leute, dann werden das wahrscheinlich eh nicht sehen. Naja. Und ja, wir werden heute einfach wieder eine kleine Dinosaurier-Pirsch machen, eben mit Flo. Und dann, ja, wenn wir mal gucken, was wir denn so vor die Flinte kriegen. Vielleicht ja, ein, zwei Rexe. Ich sag mal so, gut. Pirsch kann man das ja jetzt nicht nennen. Wir rennen eigentlich eher vor den Dinos weg als die vor uns. Da ist natürlich was dran. Wir haben auch vorhin schon, keine Ahnung, 12 Velos oder so abgeschlachtet. Und ja. Ja. Gut, ja, ich würde einfach mal sagen, wir rennen einfach mal Richtung Arthurs runter über den Sumpf und dann gucken wir mal, was wir da finden. So, und hier sind wir auch schon wieder. Wir haben jetzt erstmal Patrizis gefunden. Eine kleine Trizi-Herde. Flo hat gerade schon eins erledigt. Und ich weiß nicht, Flo, magst du das vordere und ich das hintere oder? Ja, der vordere läuft halt gerade ziemlich beschissen. Ja, ich weiß. Der hintere steht ziemlich beschissen, aber. Ja, gut, wohl, den vorderen würde ich jetzt relativ einfach. Nein, dreht wieder ab. Na komm, egal, dann schieße ich halt nach. Okay, warte. Von mir aus kannst du runterzählen. Jo, jetzt bewegt er sich natürlich. Oh, er geht zu mir. Das ist natürlich schön. Ich könnte jetzt perfekt schießen. Ja, warte. Okay, 3, 2, 1. Ah, ein bisschen einer zu liegt. Meiner war ein bisschen zu tief, aber da müsste eigentlich stehen bleiben nochmal. Jo. Aber er guckt einfach nicht hoch. Es ist cool an den Trizis, die, wenn sie auf dich zurennen, bleiben die nochmal stehen, heben den Kopf und dann zack, dann ist halt easy game. Kannst halt schön ins Herz schießen. Das geht bei den Tieren dann ziemlich gut. Der sieht ja auch glücklich und zufrieden aus, sabbert noch ein bisschen. Sehr schön. Schädelknochen, was? Zweimal Körper, einmal linke Lunge, zweimal Leber, zweimal Magen, einmal Schädel, einmal Herz, ja, 50er halt. Ja. Sagen, wir gehen weiter zu Arthurs und ich weiß nicht, hast du, ich habe vorhin Stampfen gehört, ich weiß nicht, ob du das auch gehört hast, ich weiß nicht, vielleicht ist da ein T-Rex, aber ich weiß nicht, ob man auf die Distanz ich habe nichts gehört, ne. Ja, dann kann die T-Rexe hörst du erst, wenn du die siehst. Also außerhalb der View-Distance hörst du die nie. Ja, wird es wahrscheinlich wieder ein Bug gewesen sein. Ist ja ein Primal-Niederfall, dass irgendwas buggt, ne. Ist bugfrei. Ist komplett bugfrei. Fertig. Ich brauche keine tolles Updates Lob mehr. An die Entwickler. Super. Dafür gibt's alleine schon mal einen Daumen hoch. Werde ich mal meinen. Jetzt. Yeah. Ich höre einen Rex. Na guck. So. Weiß nicht, bin ich dumm? Ja, ich hole das dann gleich wieder dazu. So, nachdem ich hier jetzt eine schöne Doublette hingelegt habe. Ha, die Viecher rennen ja auch so gern weg. Ist es jetzt. Wo sind die? Flo rechts, oder? Die Raptoren? Ich höre sie von jetzt genau von vorne. Vorne, ich weiß, gekillt hat. Ich hab von rechts. Die sind doch rechts. Sind die kannst rechts? Ehrlich gesagt auch nicht so. Warte mal, der will irgendwas notizen. Warte mal. Notice? Ja, was sollen wir notizen, Stiffy Japandle? Ehrlich gesagt, wenn der jetzt zu uns kommt, wird das Risiko nicht eingehen. Ich würde auf den schießen. Hallo, wir haben ja auch PvP an. Da kommt dann auch natürlich nächstes Mal auch eine Folge PvP. Nur für unsere 14 Abonnenten, nur für euch. Ach, ja, jeder fängt mal klein an. Oh Gott, das war daneben. Ich weiß jetzt nicht wirklich, warum ich den jetzt nicht gekillt habe, obwohl ich ihm voll keine in die Wirbelsäule geschossen habe, aber. Notice no killing. No killing. Da weiß schon, dass das PvP ist. Du hast ihn getroffen. 86% habe ich nur gemacht. Lol. Okay, ja, das muss ich mir dann auf dem Video auch nochmal angucken. Ja gut, ich würde sagen, wir lassen den Jalapen erstmal links liegen und rennen weiter runter zur Arzt. Bis gleich. So, hier sehen wir jetzt wieder. Wir haben jetzt einen T-Rex. Ah, da! Ja, da vorne. Und
Das sieht, glaube ich. Warte mal kurz, wie groß ist der? Ja, nur 6, nur 6,2er. Ah, der steht aber ein bisschen blöd für einen Herzschuss. Ich weiß nicht, du schießt ja generell aufs Gehirn, glaube ich, oder? Jetzt wird er gut stehen, Nein, können wollen wir nicht probieren? generell. Nein, warte, ich habe hier eine Kuh, die uns angreift. Okay. Ist er jetzt tot oder nicht? Nee, der fliegt, müsste aber wegfliegen. Du hast jetzt gerade schön den Rex auf uns aufmerksam gemacht. Ich weiß. Lass mal bitte hier nach unten verlegen, weil auf gerader Fläche könnte ich den besser, kann ich den besser bekämpfen als auf Ja, ich hier ungerader. auch, das ist eh so. Gott sei Dank haben wir gute Tarnklamotten, da sieht er uns nicht auf die Entfernung. Naja, So, wenn er das nächste Mal jetzt. stehen bleibt, dann können wir schießen. Helfer? Nee. Für die, die es nicht Sonst wissen, nicht es gibt wissen. beim T-Rex vorne so ein kleines, so eine kleine Ausbeulung von vorne an den Vorderarm. Da muss man hinschießen oder von der Seite unmittelbar hinter die Vorderärmchen und ein bisschen runter. Oh, jetzt warte, Alter, jetzt. Können wir? Ja. 3, 2, 1. Ah, ich hab verkackt. Weiß nicht, Soll es ich war. übernehmen? Ja, Mach kannst du einfach mal. machen. Können wir den Leuten auch mal dein Skill zeigen, wie du das machst? Ich gehe da mal ein bisschen zur Seite. Ja, der Flo ist ja mit dem Bogen äußerst, wie sagt man da, Hauptsache, äußerst. jetzt kommt der Vorführeffekt. Ja, logisch. Lukas nimmt auf, ich verkacke. Komm hierher. Junge! Okay, scheiß drauf, ich schieße. Nee, du brauchst nicht schießen. Ich hab das alles unter Kontrolle. Ich weiß, ich wollte dich jetzt nämlich im Stich Weil lassen. jetzt hast du nämlich den Erhaltungszustand komplett verarscht. Ja gut, das war ja sowieso nur ein 6-2er Weibchen von denen her. Sonderlich Aber groß wäre der trotzdem. eh nicht. Ja, natürlich ist es. Aber ich wusste jetzt auch nicht, wie ich das einschätzen soll. Ich habe oft genug schon mit Christoph so Bugs gehabt, dass der dann halt einfach gefressen wurde. Und das im Ja, letzten Wesen gut. nicht gut. Na, Ja, ich hier wollte nicht ja nichts schlecht sein. Böses, ne, deswegen. Nee, aber das Problem ist, wenn du aus dann nochmal schießt, dann wird, hast du ja gesehen, dann hält er halt sofort an und da ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich gefressen werde, noch höher. Na, nächstes Mal lasse ich dich machen. Guti, und ich würde sagen, wenn wir das nächste Tier haben, dann melden wir uns. Bis dann. So, hier sind wir wieder. Wir haben jetzt hier ein ganz Special vorbereitet. Und zwar mit der Raven-Axt gegen den Trizi. Wollen wir zusammen drauf? Natürlich. Ah, scheiße, PvP, da müssen wir ein bisschen aufpassen. Nicht, dass jetzt irgendwelche Malheurs passieren. Na komm. Geh du drauf? Als ob der jetzt schon die Schnauze voll hat. Da ist das ein Lappen. Der hat nur mehr 18, 16% hat der nur mehr, ne? Ja. Lol. Alter, mit dem 14%. Hä, wie? 4%? Da blutet der, Alter. Er Er ist ist verreckt. tot. Lol. Okay, dass das jetzt so hart geht, das wusste ich jetzt auch nicht, aber. Ja, ich meine. Das kann man Frag mich, wo mal. der Rex ist, dessen Ei ich gerade gefressen habe. Die haben 12-mal erwischt, Alter. 12-mal. Wie oft habe ich ihn? 5-mal. Ich habe mit 5-mal einfach 45 Damage gemacht. Ja, da hat man jetzt schön gesehen, wie Flo das regelt. Ja, schade, dass du das wirklich nicht aufgenommen hast, wo der Pfeil direkt an deinem Gesicht Ja, vorbeigeflogen das war ist. vorhin, das war so abartig. Der Pfeil ist so einen halben Zentimeter an meinem Kopf vorbeigezischt, das war übelst krank. Also ich habe auf dem Trizi halt geschossen ins Herz und der Pfeil ist halt einfach durchgeflogen und einen halben Millimeter an seinem Kopf vorbei. Ja, es war Es wäre übelst so behindert. lustig gewesen, wenn ich dich damit gekillt hätte. Ja, Double Aber ich Kill. glaube nicht, dass der Pfeil auf dem Kopf one-shottet, oder? Obwohl doch eigentlich schon. Muss man mal ausprobieren irgendwann. Alter, wie wir hier so mit der Axt dem Viech hinterherrennen, Alter. Ist Halt das einfach einfach? abgestochen wie sonst was, ey, das ist ja. Vor allem 100% Erhaltungszustand, das müssen Das wir müssen beim wir mal bei den T-Rex T-Rex probieren. machen. Ich wollte auch gerade sagen, Alter. Immer abwechselnd den Sandwichen. Ja, ich würde sagen, da kommt dann auch ein Special raus. 50 Abonnenten mit Raven Axe gegen Queen. Der übertreibt halt. Ja gut, ich würde sagen, wenn wir das nächste Tier haben, dann holen wir euch. Bis gleich. So, und hier sind wir wieder. Nachdem wir jetzt noch ein paar Felder voller Trizis gekämpft haben, sind wir jetzt hier an diesem. Ja.
Wieso denn auch nicht? Ich konnte einfach nicht widerstehen. Und hier sehen wir ein Trizi in seiner vollen. Ach Gott. Wenn du den Berg nach oben guckst, auf den ja? du gerade zuläufst, ein Stück rechts, da thront noch einer ganz oben auf dem Berg. Sehr majestätisch. Ist nicht dahinter von genau. dem Viech? So, und hier sind wir auch schon wieder. Wir haben jetzt hier den Tyrannosaurus verfolgt von den Spuren her und haben Alter, den. Der ist ganz schön groß. Ja, ich sag ja, der ist groß. Wollen wir? Jo. 3, 2, 1. Okay, jetzt lädst du mal mit Bogen drauf oder mit Machete. Ja, ich mach. Nein, ich hab die falsche Muni in der Schrot. Am Arsch. Scheiße, ich muss meine andere Waffe holen. Warte mal. Nee, ich kann den verarschen so lange. Ich kann den verarschen so lange. Jo, mach. Ich hab daneben geschossen. Hä? Wie du den einfach outplayst. Ja, das ist ja das Geile an den Viechern. Scheiße. Ja, zu tief. Ach, come on. Wow! Ey, mein Ziel ist halt wieder richtig im Arsch, ne? Das muss man schon mal sagen. Kannst du nochmal anscheißen? Hä? Pass auf. Nice. Boah, Alter, das war so ein blöder Fehler von mir, ey. Naja, jetzt hat er wahrscheinlich nicht mehr 100%, 50%. Ah, da könnte ich mich jetzt richtig drüber ärgern. Guck, ich habe zuerst zu weit nach vorne gezielt, dann habe ich, was ist das, Schulterblatt getroffen, ne? Weil ich zu weit vorne war, quasi den Arm gebrochen und dann habe ich dahinter das Herz erwischt beim zweiten. Naja, gut. Ja, ja ich würde sagen, ich würde sagen, wir gehen noch zu Celeste und ja, wenn wir noch einen Rex finden, dann machen wir. Genau, so machen wir es. Also, bis gleich. So, hier sind wir jetzt wieder. Flo hat mir erstmal einen Pfeil in den Kopf verpasst. Ist sicher eine schöne Deko. Und wir haben jetzt einen Rex. Da freuen wir uns natürlich. Was man dazu sagen muss, dass das ein Bug ist mit dem Pfeil. Es war keine Absicht. Ja, es ist halt Primal. Nochmal ein dickes Dankeschön an die Entwickler. Das ist ein Männchen mit... Ach Gott, das ist ein übelst kleines Männchen. Habe ich eigentlich noch einen Bogen? Ich glaube, ich habe noch eine Armbrust. Warte mal, so. Ja, wer wissen will, wie dieses negative Inventar funktioniert? Ha, Like da lassen. Na komm. Okay. Der Pfeil stört übel. Have fun, Lukas. Lol. Wen greift er jetzt an von uns? Geh mal 200 Schritte weg. Der war direkt ins Herz, aber 100 pro. Ja, dann hab ich nicht getroffen. Lauf hinter ihm her! Hinter ihm her laufen! Ich lauf einfach weg, so sieht's aus. Aber männlich. Der war zu hoch. Oh fuck. Das könnte schmerzhaft werden. Komm. Junge, der Typ hat aber männlich einen Arsch offen hier. Ich glaube, gehen jetzt einfach zur Basis und da finish ich ihn da weg. Na komm. Nein, lauf vor. Was macht der Wichser, Alter? Ich weiß es selber nicht. Der ist. Warte, lass ihn einfach in die Basis rennen, dann ist gut hier. Na komm. Ganz brav. Komm ich zur Basis? Gar nicht. Heilige Scheiße. Ah, Wand. Okay, ich bin safe. Da wird mich fisten. Alter, jetzt, komm. Jetzt Alter, hab ich mich jetzt erschrocken. Jetzt will er nicht mehr spielen, oder was? Oh. Schöner Herztreffer mit der Armbrust. Richtig schöner Herztreffer. Das ist echt, wie diese die Weiber, die heulen einfach so rum hier, wenn sie in die Büsche reinlaufen. Liebe Frauen feindlich! Nee, um Gottes Willen, nicht liebe Frauen. Ach, keine neue Shotgun. Schade. Schade. Oh, okay, nein, ich lasse es lieber. Oh cool, eine neue Shotgun. Ja.
Ja, ich bin Ja, Rückhaft, ich würde auch mal ja. sagen, wir beenden jetzt einfach das Video da, Flohstester, ich nehme mich. Ja, sehr schön. Gut. Ach, sieht das sexy aus mit dem Pfeil. Wundervoll. Yeah, like. Judy, wir hoffen mal, euch hat die Folge gefallen. Wenn ihr wollt, dann bitte connect dich doch mal auf unseren Server. Das würde uns sehr, Ja, sehr gefallen. gut, müsst ihr Und nicht, weil wir töten euch eh nur, aber egal. Gottes Willen würden wir doch niemals machen. Ja, Flo, magst du auch noch was sagen? Ja, nur eins. Ja. Oh, hat Auf gewunken. Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Also, bis zur nächsten Folge und bis dann. Bye bye. Ciao.